Liebe Frau, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, wir sind noch immer auf Krähenfels, wo wir ihn zuletzt verlassen hatten. Ich bin schon mal ohne euch hier in Ciris ehemaliges Zimmer gegangen, denn hier steht ja unsere Truhe und insofern können wir das sicher auch für uns nutzen und hab dort die beiden Vipernschwerter eingelagert, falls wir die vielleicht doch noch mal upgraden können und wollen. Und die zwei Trophäen, die wir nämlich benötigen, die habe ich dort in die Truhe gepackt. So, bevor wir weitermachen, nochmal ein grundsätzlicher Hinweis zum Let's Play. In den nächsten anderthalb Wochen gibt es hier einen anderen Rhythmus für diejenigen, die es jetzt aus dem letzten Video nicht mitbekommen haben. Alle zwei Tage für eine gewisse Zeit. Das liegt daran, dass ich verreist bin und nicht so viel vorproduzieren konnte. Ihr könnt in den Programmkalender schauen, Link in jeder Videobeschreibung, um euch das genau anzuschauen, wann was kommt. Ihr werdet euch erinnern, es gab eine Gewinn-Sonderfolge. Wir haben viermal gewonnen. Wir haben eigentlich viermal gewonnen, einmal verloren, aber wir haben gegen alle vier Leute am Ende gewonnen und haben neue Karten bekommen. Und ich fühle mich selbstbewusst genug, dass ich jetzt hier erstmal versuche... Der Hexenmann? Der Mutant? Ja. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Dass ich es jetzt mal versuchen möchte, gegen den Baron aufzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein sehr gutes Blatt hat. Und dass wir vielleicht noch nicht stark genug sind, aber ich versuche es trotzdem mal, jetzt wo wir gerade mal hier sind. Und da das eine Quest ist, wird das auch nicht Teil einer Sonderfolge, sondern Teil jetzt dieser normalen Let's Play-Videos. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Spielen wir Gwint. Schon mal Gwint gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Wie klingt das? Na, das klingt hervorragend. Kann losgehen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was er für ein Blatt hat. So, wir haben nach wie vor immer nur noch die nördlichen Königreiche. Was ich ohne euch noch gemacht habe, ich habe ein bisschen verkauft und gekauft noch. Nichts Besonderes zeige ich euch nachher noch. Aber ich habe gesehen, dass ein Händler hier oben noch eine Finte hatte. Und ich denke, die nehmen wir nochmal rein ins Deck. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir dann was anderes für raus? Wobei es hat sich immer als ganz gut erwiesen. Nee, wir machen das so. So, er spielt auch den nördlichen Königreich. Interessant. Wir haben Nebel und Regen bekommen. Regen werde ich rausdrücken. Finde es gut, ja. Ach Gott, wir haben den Einser Belagerung-Experten. Ja, haben wir ein bisschen was an Belagerung? Wir haben zwei. Nee, das lohnt sich dann nicht. Der kommt auch weg. Okay, noch ein vierer Fernkämpfer. Und Nebel ist auch gegen Fernkampf. Ist nicht ganz optimal. Wollen wir mal sehen, was er so spielt. Wir starten. Okay, wir berechnen wieder. Wir haben drei Fernkämpfe. Das sind 14 Punkte. Das sind auch 14 Punkte. Und das sind auch 14 Punkte. Wir haben... Es ist nicht gut. Dann ist es am Ende egal, womit wir starten. Nee, das ist kein... Haben wir nicht gezogen. Naja. Fangen wir mal mit den Fernkämpfern. Ja, sechser Katapult. Ein Spion. Okay, das ist insofern in Ordnung, weil wir den als Finte uns nehmen können. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Ehe er weg ist. Noch ein Spion. Das ist allerdings doof. Gut, wir spielen unseren Spion. Ja, wir haben einmal Frost bekommen. Okay. Ja, damit könnten wir ihm zumindest den Fernkampf da verhageln. Den Nahkampf verhageln. Bleiben wir mal weiter hier bei uns auf Fernkampf. Und vielleicht spiele ich dann den Frost sogar. Wenn er jetzt noch... Ja, er spielt nochmal Nahkampf. Ja, sehr gut, okay. Ja, ich glaube, ich spiele jetzt Frost. Mal gucken, dann zwinge ich ihn vielleicht seine Fähigkeit einzusetzen. Also ich denke, dass wir die erste Runde verlieren werden. Aber da soll er noch ein bisschen für bezahlen. Okay, er spielt Fernkampf.
Ah, das ist natürlich schlecht jetzt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. 7, 8. Wenn wir jetzt passen, hat er 7, 9. Und wir haben kein Horn, das ist auch doof. Vielleicht versuchen wir doch jetzt, diese Runde zu gewinnen. Okay. Okay, da haben wir... Na gut, ich meine, das ist... Tja. Das kann jetzt immer so weitergehen, ne? Ich weiß nicht. Ja, jetzt Nahkampf zu spielen wäre ja völliger Quatsch. Nee, wir müssen passen. Okay. Nee, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Er spielt nochmal eine Finte. Ja, zieht sich nochmal den Spion. Boah. Okay, wow. Damit hat er jetzt 3 Karten Vorsprung. Das ist nicht zu gewinnen. Wir müssen ja jetzt gewinnen. Und wir haben kein Horn und so. Ja, es funktioniert nicht. Immerhin, er spielt Fernkampf. Da können wir dann mit dem Nebel noch was machen. Aber sehe ich nicht, dass das machbar ist. Ah, okay. Er passt bei 5-5. Interessant. Ja, spielen wir jetzt den Nebel vielleicht, um die Karten wenigstens noch zu behalten? Ist wahrscheinlich das Beste, ne? So, 7-4. Wird aber trotzdem nicht reichen. Oh. Ah! Ich hätte mir jetzt ein Horn gewünscht. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Ja, gut. Also, ja, nee. Verbrennen nutzt er jetzt auch noch. Toll. Also das Deck ist nicht super stark, muss man einfach mal sagen. Das kann man, glaube ich, auch mit unserem Deck schaffen. Bisschen mehr Glück hätte dabei sein müssen. Jetzt macht er klirrende Kälte, okay. Na gut, das können wir noch mal einmal wegmachen. Aber ist nicht zu gewinnen. Außer wenn er jetzt nur einer Einser-Einheiten hat. Das wäre ja auch noch lustig. Ich meine, macht das Sinn, jetzt hier noch irgendwas zu spielen? Ja, warum? Wir machen das mal. Vielleicht verwirren wir ihn. Ja, noch eine Einheit. Ja, okay. 9. Na gut, das war's. 9-9. Er hat noch 2 Karten. Strömende. Es ist knapp. Er hat nur noch einen Regen. Und nochmal. Ernsthaft? 9-9? Was passiert denn jetzt? Unentschieden? Ist ja skurril. Okay, Leute. Das versuchen wir nochmal. Also, er hat kein starkes Blatt. Das ist zu gewinnen. Das ist zu gewinnen. So. Den Regen nehmen wir weg. Warum kann ich es gerade nicht ablegen? Zwei Finden, das ist okay. Wir haben selber ein Spion mit dabei. Das ist ein deutlich besseres Blatt. Ich würde sagen, die Kälte... Ja, die Kälte nehmen wir mit. Da können wir nämlich den Spion dann gleich machen. Das ist okay. Das sieht doch deutlich besser aus. Dann starten wir mal mit dem. So, ja, sehr schön. Der Nebel ist vielleicht nicht so toll. Er bringt die gottverdammte Infanterie. Okay, gut. Das heißt, wahrscheinlich werden wir jetzt Schnee spielen. Das heißt, ich spiele jetzt nicht unsere... Wir haben aber wieder nicht das Horn. Das Horn ist so wichtig.
Ich spiele jetzt nicht diese, sondern ich spiele jetzt die Katapulte, glaube ich. Ja. Ja. Er hat immerhin auch kein Horn, also hat er zumindest in der letzten Runde nicht. Ja, er geht weiter auf Nahkampf, das ist gut für uns. So ist die Frage, ob ich jetzt noch eine Fernkampfeinheit hätte. Ne, ich würde sagen, jetzt spielen wir mal die Kälte. Oder noch eine Fernkampf. Ja, machen wir das noch einmal und dann die Kälte. Ich hoffe, er spielt einfach noch einmal eine Nahkampfeinheit. Nein, auch eine Fernkampfeinheit, okay. Na gut, dann gucken wir mal. Wie er jetzt darauf reagiert. 11, 16, 7, 6. Er ist schon im Kartennachteil. 17, 16, okay. Nehmen wir das Duell jetzt auf. Dann müssten wir aber jetzt hier unsere entscheidende Trumpfkarte spielen. Wir könnten auch sagen, wir passen jetzt. Dann hat er 6 und wir 7 sind im Kartenvorteil. Beziehungsweise halt noch besser, wir passen jetzt noch nicht, sondern wir nehmen einfach eine Karte wieder auf und haben dann noch einen Kartenvorteil mehr. Und zwar schon eine 6er, ne? Die beste, die wir jetzt kriegen können. Machen wir es so. Er spielt nochmal einen Spion. Das ist natürlich jetzt verlockend. Den holen wir uns auch nochmal. Okay. Jetzt? Jetzt passt er ernsthaft? Okay. So. Jetzt müssen wir mal gut überlegen. Das ist ja jetzt schon sehr verlockend. Also wenn wir jetzt passen, hat er 7 und wir 8. Das ist schon mal eine sehr gute Situation. Aber es ist irgendwie auch verlockend, das Spiel jetzt nach Hause zu holen. Ne? Da müssen wir 2 Karten spielen. Und zwar am besten ja, diese beiden, ja. Aber die sind eigentlich zu stark, um sie jetzt zu spielen. Dann hätten wir 7 und er 6. Ich glaube, ich passe lieber. Scheint mir jetzt besser zu sein. Geben wir die erste Runde verloren. Kann ich passen? Oder muss ich jetzt immer spielen? Warum kann ich nicht passen? Verstehe ich gerade nicht. Ist doch normalerweise immer so, dass ich jetzt passen kann. Nee, ich will nicht abbrechen, ich will passen. Leertaste halten funktioniert. Doch. Okay, alles klar. Ja, wer lesen ist, ist klar im Vorteil. So, jetzt ist die 7-8-Situation eingetreten. Er startet. Wir haben einmal Nebel. Das heißt, wir können ihn im Fernkampf wegmachen. Okay, er geht auf Belagerung. Ja, jetzt macht er Fernkampf. Mal gucken, wir machen mal weiter Belagerung. Das ist ja scheiße. Okay, diese Verbrennenkarte, die kenne ich irgendwie nicht so richtig. Die ist ja mies. So, wir haben immer noch Nebel. Das heißt, dann gehe ich jetzt lieber auf Nahkampf. Was war das für eine Aktion? Weiß ich nicht. Ja, passt, okay. Ist in Ordnung.
So, jetzt haben wir wieder einen Kartenvorteil. Kriegen eine Nahkampfkarte. Ja, das Blöde ist, dass ich hätte noch Nebel. Okay. Nebel nützt uns natürlich jetzt hier nichts. Der Kartenvorteil ist verschwendet gewesen. Na gut. Mal gucken. Die gleiche Karte. Mal sehen, ob er auch noch so eine hat. Nee, jetzt kommen seine Schwachen, glaube ich. Okay, ich würde sagen, es sieht gut aus. Aha, jetzt spielt er Frost. Ja, gut, wir haben unsere Fähigkeit ja noch. Kein Problem. Warte mal. Nee, muss ich jetzt noch nicht spielen. Seine letzte Karte ist Regen. Ja, und wir machen, er muss passen. Wir machen gutes Wetter. Und haben damit gewonnen. Sehr schön. Also, sein Blatt war wirklich schwächer als das von der skellige Frau da. Ich bin gespannt, was du hast gewonnen. Ein Mann zählt nur so viel wie sein Wort. Da hast du die Karte. Ich fürchte, in Velen findest du nicht viele würdige Gegner. Der Bootsbauer in Erzdorf könnte einer sein. Außerdem gibt es dann noch einen alten Wahrsager östlich von hier. Bei der Windmühle, so viel ich weiß. Und dann ist da noch dieser Junge. Nicht gescheiter als eine alte Mähre. Aber Karten spielt er teuflisch gut. Ich weiß nicht, ob du dem schon gewachsen bist. Oh, interessant. Interessant. Direkt noch Hinweise auf andere starke Spieler. Jetzt will ich aber sehen. Sigismund Dijkstra haben wir bekommen. Sehr gut. Gucken wir uns kurz den an. Ah, eine Spionenkarte. Ja, sehr schön. Prima. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein ins Deck. Und nehmen, glaube ich, einen von den Catvents raus. Okay, prima. Ja, das war erfolgreich. Und dann lass uns kurz mal gucken, wo diese anderen sind. Das ist schon interessant. Gewinnt Spieler in Velen. Besiege den Wahrsager. Besiege den Mann in Erzdorf. Den in Erzdorf, den haben wir, glaube ich, schon bekämpft, nicht wahr? Der war sehr stark. Gegen den konnten wir nicht bestehen. Wo ist der Wahrsager? Oh, der ist da, weit entfernt. Ich prüfe das nochmal, ob ich das jetzt... Und was ist mit dem Jungen? Welchen Jungen meinte er? Der ist jetzt hier nicht als Quest erwähnt. Ja, ja, gegen den haben wir schon verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nun gut. Okay, dann können wir uns jetzt überlegen, was jetzt eigentlich als nächstes anliegt. Ich tendiere dazu, jetzt endlich mal ein Pferderennen zu bestreiten. Und dann würde ich gerne nach Mittelhain, um die Sache hier mit Hanna aus den Wäldern zu klären. Das scheint mir jetzt das sinnvoll zu sein. Das war ja auch unser ursprünglicher Plan. Vielleicht sollten wir dann das auch gleich hier einloggen. Hanna aus den Wäldern. Okay, aber das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt Pferderennen machen, dann vergeht Zeit. Das haben wir ja gelernt. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Ich finde, das ist jetzt schon mal akzeptabel. Das kann man schon mal machen. Da verlieren wir jetzt nicht allzu viel Zeit. So, ich habe euch aber noch nicht erzählt, ich habe noch was herstellen lassen. Das will ich euch kurz zeigen. Und zwar habe ich noch einmal Schuhe herstellen lassen. Fährtenleserstiefel, mittlere Rüstung, die war plus 7 besser, also ein Drittel besser. Ist allerdings eben eine mittlere Rüstung. Wir können doch irgendwas da platzieren, aber es erscheint mir irgendwie so popelig, weil ich das Gefühl habe, dass die Dinger bald wieder irrelevant werden. Aber wir können ja über einen Schmied das auch wieder rausholen. Insofern, ja, was nehmen wir denn da am besten? Wir nehmen am besten Igni-Intensität mit rein.
So, und dann habe ich noch eine Sache noch nicht gemacht. Versuchen Sie alle zu gewinnen. Das schaffst du nicht. Und der da hat die will ich mit euch erledigen. Also hat der blutige Baron in den Arsch. Mit euch erledigen, und zwar bei ihm hier. Willst du einen Blick auf... Genau, da habe ich noch was gesehen. Zeig mir, was du hast. Beziehungsweise, das haben wir schon gesehen, aber es ist schon sehr attraktiv. Hier die Nilfgaardischen Satteltaschen. 70 Kapazität. Wir haben 30er Satteltaschen. Wir haben 606. Ich denke, das sollten wir und können wir uns leisten. Also mache ich das auch. Kaufen wir. So. Auf Wiedersehen. In so herrlicher Natur. Plötze. Warte mal. Plötze steht sogar noch da, ne? Tatsächlich. Erstaunlich. So, dann werden wir die Satteltaschen auch gleich anbringen. Das wollen wir nicht vergessen. Wir könnten natürlich die anderen auch gleich verkaufen. Machen wir später. Das heißt, wir haben jetzt 130 Traglast hervorragend. Sie wird jammern, wenn sie den Männern ist es wichtig, woher das Essen stammt? Sie werden das solange Dorf die Schüssel voll ist? Nicht da meine Schuld, nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschwindet. So, dann bin ich mal gespannt, ob Plötze genug Ausdauer hat, um so ein Rennen zu bestehen. Ansonsten müssen wir da auch noch Ausrüstung kaufen. Ah, ich habe natürlich mal wieder vergessen beim Schmied. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Die Rüstung zu stärken, aber das können wir auch mal lassen. Ich habe die Grenze mitgebracht. War das ein Festmahl? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hatte gesagt, dass wir irgendwo, dass dieses Rennen sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Zu einem bestimmten Ort geht. Einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Als Mittelhain? Ich frage mich, ob wir dieses Rennen ohne Minimap bestreiten können. Aber wenn es wirklich ein bekanntes Dorf ist, dann müsste das für uns machbar sein. Na, gucken wir mal. Okay, den Typen kennen wir schon. Jetzt sind wir aber tatsächlich mal bereit für diese Sache. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ja, kannst du mir bitte nochmal sagen, wohin es gehen soll? Er hatte mir das gesagt. Wenn er mir das jetzt nicht sagt, habe ich ein Problem. Dann brauche ich doch die Minimap. Naja, gut. Wetteinsatz. Na kommt, wir schaffen das doch bestimmt. Ich nehme Stotter, Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay, er sagt es nicht nochmal. Aufsetzen! Ah, warte mal. Sehe ich das hier auf der Karte? Nee. Ist das Rennen? Kann ich das irgendwie noch einloggen? Ansonsten muss ich leider die Minimap anstellen. Rennen Krähenfels. Nee, das ist nur die Startlinie. Ah, das ist unschön gemacht. Nee. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das kurz in den Einstellungen. So, dann dürfte es jetzt losgehen mit Minimap. Okay. Oh, verdammt. Okay, der Start ist... Die Rennstrecken sind markiert. Okay, wir brauchen gar keine Minimap. Das geht auch ohne. Oh, oh. Ja. Ausdauer könnte tatsächlich ein Problem werden. Wir haben keine Ausdauer mehr. Wir müssen jetzt irgendwie abdrängen. Es erholt sich aber sehr schnell.
Okay. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön, wer will noch teilnehmen? Warte mal, jetzt ist es 16.32 Uhr. Jetzt ist keine Zeit vergangen. Wir haben einen Rennsattel bekommen. Ernsthaft? Oh mein Gott, vielleicht gibt es hier auch Satteltaschen. Okay, Rennsattel, was bedeutet das denn? Das heißt, das nächste Rennen wird einfacher. Rennsattel, ein Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Was haben wir für einen Sattel? Das ist ein 40er. 25er, tatsächlich. Das heißt, es wird wirklich einfacher. Gut, dann nehmen wir den Rennsattel und wenn keine Zeit vergangen ist, dann werden wir einfach nochmal reiten. Warum nicht? Und nimmst du nun teil oder nicht? Klar. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Okay, jetzt Tag, vergeht... Grauhaar. Hä? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ah, warte mal. Weil wir das letzte Mal quasi abgebrochen haben, konnten wir das jetzt tagsüber quasi nachholen. Alles klar. Ja gut, dann jetzt gegen Hans Eisenarsch. Wir gehen wieder aufs Ganze. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay, also diese Sprüche sind schon das Beste an diesen Wettbewerben. Gleiche Strecke offenbar. So, jetzt besseren Start. Warum kriege ich das nicht hin, vernünftig zu starten? Weil ich das Prinzip nicht verstanden habe, ne? Mögen die Pocken schneller, Basti, schneller! Du kriegst einen reifen Apfel, wenn das hier vorbei ist. Du da, weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tun. Basti heißt sein Pferd, okay. Kurve ist kritisch. Was faselst du da? Höher! So, jetzt müssen wir das vielleicht mit der Ausdauer durchkriegen. Bis zum Ende. Schneller, Basti, schneller! Du kriegst einen reifen Apfel, wenn das hier vorbei ist. Jawohl. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön, wer will noch teilnehmen? Ja, und da frage ich mich, ob wir das nicht gleich jetzt beenden können, ne? Es ist jetzt 23.32 Uhr. Haben wir wieder was bekommen? Jetzt haben wir Sattel. Nein, nein. Ernsthaft? Oh, okay. Mal sehen, was es für welche sind. Es sind aber nur 30er Satteltaschen. Alles klar, wir haben uns jetzt 70er gekauft. Nee, dann ist gut. Die können wir dann noch ganz gut verkaufen. Dann ärgere ich mich nicht. Okay, dann versuchen wir jetzt auch das... Und, nimmst du nun teil oder nicht? Ja. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko? Ja, gegen den letzten Verbliebenen, ne? Schwarzer Bock da. Und auch da setzen wir wieder alles. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bock dann. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Okay, diesmal muss ich mal den Start hinkriegen. Aufsetzen! Ich werde siegen, jawohl, wenn ich meinen Pferd auf die Sporen spießen muss. So, ich fürchte bloß, wir kommen mit der einen aus... Was ist jetzt los? Oh mein Gott! Was geht denn jetzt hier ab? Hey, Hexer! Hat deine Mann mich nicht gewollt?
Was war das denn? Verfickte Kater. Alter. Wer macht sowas? Oh. Shit. Ja. Ich werde siegen. Und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Nein, nein. Hey, Hexer. Hat deine Mami dich nicht gewollt? Ja. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Die Sache ist doch jetzt hier vorbei, oder? Hier wird kein Rennen mehr stattfinden. Habe ich das Gefühl. Okay. Scheuklappen haben wir noch erhalten. Hervorragend. Und das Ganze ist abgeschlossen. Nun gut, gucken wir uns auch nochmal die Scheuklappen an. Sind die besser? 20. Achso, ich kann ja direkt vergleichen, ne? Kann ich hier auch. Ja, wir haben schon 20er. Also, die helfen uns auch nicht. Die können wir einfach nur verkaufen. So, jetzt erinnern wir uns, was jetzt hier eigentlich unser nächstes Ding war, nämlich dieser Hexeauftrag, Hannah aus den Wäldern. Aber dahin müssen wir noch ein bisschen reiten nach Mittelhain. Und es ist mitten in der Nacht. Ich denke, wir werden in Schwarzzweig ein kleines Päuschen machen. Dort meditieren und dann frisch gestärkt aufbrechen. Wo sogar noch jetzt noch nachts eine einzelne Frau, die dort betet. Da haben wir ja echt was Gutes getan hier. Geh mir aus den Augen. So, in Schwarzwald gibt es allerdings kein Gasthaus, aber ich glaube, beim Schmied dort, da ist ein Unterstand, den können wir ganz gut nutzen. So. Plötze, du amüsierst dich. Schau mal, hier ist es sogar warm, weil hier dieser Ofen ist noch an. Perfekt. Ich bin am Überlegen, bevor wir jetzt das machen, wir können auch noch mal kurz hier reingucken. Zu kaufen, neue Sachen haben wir, glaube ich, nicht, aber wir haben immer noch einen Fähigkeitspunkt. Ja, warte mal, das ist nochmal interessant, weil es gibt jetzt hier noch einen freien Platz, wo wir Mutagen reinlegen können. Und ein rotes Mutagen wäre jetzt, glaube ich, ganz gut. Haben wir ein rotes Mutagen? Nee. Wir hätten noch ein grünes. Achso, dann könnten wir das tauschen, ist ja auch kein Problem. Dann platzieren wir da ein grünes. Und dann müssen wir hier die Fertigkeiten noch ein bisschen tauschen. Wie auch immer, dass man das jetzt am cleversten macht. Ja, wahrscheinlich einfach so rausnehmen und dann wieder einloggen. Genau, du kommst dann da rein. Und du kommst da rein. Und dann haben wir jetzt einen Effizienzgewinn. Wobei, das war doch vorher auch plus 50 Vitalität. Ah, hier. Plus 100 quasi nochmal extra dazu. Daneben steht es ja. Okay, ja, eine schöne kleine Verbesserung. Den weiteren verfügbaren Punkt, den nutze ich jetzt erstmal noch nicht, weil ich Sonne und Sterne drin lasse. Scheint mir jetzt sinnvoller zu sein. Dann ist jetzt der Moment der Ruhe. Ich glaube, hier wollen wir auch nicht handeln oder so. Deswegen werden wir uns hier nur bis 4 Uhr in der Früh aufhalten. Dann kriegt auch gar keiner mit, dass wir hier einfach so diesen Unterstand zweckentfremdet haben. Okay, liebe Leute. Ja, das war jetzt mal ein bisschen andere Folge als sonst. Doch eine längere Gewinnpartie gewesen.
jenseits einer Sonderfolge und dann die drei Pferderennen. Aber dafür ist das abgehakt und vor allem, wir haben, denke ich, gutes Geld verdient. Ich gucke nochmal rein. 526, obwohl wir uns da nochmal größere Satteltaschen geleistet haben. Das ist anständig und jetzt kommt ja gleich noch der nächste Hexeauftrag. Damit starten wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.